Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer sehr herbstlichen Bücherwoche und das, wo wir ja eigentlich gerade noch irgendwie Mitte August hatten. Ja, ich hoffe, dass der Herbst-Winter ähnlich wird wie der Sommer, sehr mild und nicht wirklich vorhanden und möchte gar nicht meckern, aber man sitzt echt hier schon da Mitte, Ende August und hat etwas Langes an und hat eine Decke hier auf der Couch liegen, weil es abends so kalt ist. Oh, ich weiß nicht mit mir als alte Frostbeule, wie das tatsächlich dann erst in den echten Herbstmonaten werden soll. Aber gut, was soll man dagegen wirklich tun, außer vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen Sonne irgendwie erhoffen und vielleicht dann doch auch mal ins Solarium gehen. Mal gucken, was der Herbstwinter da so ein bisschen bringt. Ja, zur Bücherwoche kann ich sagen, es gibt drei Bücher, über die ich sprechen möchte. Zwei gelesene, ein Hörbuch. Zudem habe ich ein Patentier bekommen. Das möchte ich euch gerne auch am Ende ein bisschen näher bringen. Und auch ein bisschen was, was ich so geguckt habe, werde ich am Ende auch erzählen. Ich packe die Timestamps zu den Büchern und zu dem allgemeinen Geplauder wieder unten in die Infobox. Auch die Infos zu den Büchern. Schaut da gerne mal vorbei, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir beginnen erstmal mit den Büchern, die ich in dieser Woche gelesen habe bzw. gehört habe. Die Woche begann mit Die alten Damen und das Meer von Katja Bernani. Ein Buch, das wirklich so ein kleines Schmankerl für zwischendurch war. Gehört habe ich Die schwarze Stadt von Iva Leon Menger. Ja, es gibt endlich etwas Neues vom Monster 1983 Schöpfer und ich habe mich sehr gefreut, es zu entdecken und dann auch gehört zu haben. Und das letzte Buch der Woche ist dann Amy on the Summer Road von Morgan Matson. Und man sieht, ich war definitiv irgendwie ein bisschen in Sommerstimmung durch das sonnige Wochenende, wurde dann aber, zumindest was das echte Wetter draußen angeht, ein bisschen enttäuscht. Aber gut, zumindest die Bücher haben nicht enttäuscht. Das kann man ja schon mal verraten. Ja, das kurze Buch, sozusagen das dünne Buch der Woche, ist Die alten Damen und das Meer von Katja Bernani. Habe ich, glaube ich, irgendwo ertauscht, irgendwo gesehen, gedacht, das klingt irgendwie cool, dass wir hier eben alte Frauen haben, die sich den Wunsch erfüllen, ans Meer zu reisen, und habe das dann auch noch entdeckt, dass das eben nach einer wahren Geschichte ist. Und die Autorin selbst arbeitet als Autorin und auch Regisseurin von Dokumentarfilmen und ist dann irgendwie über diese Geschichte gestolpert und hat dann eben dieses Buch draus gemacht. Und es schreit irgendwie Sommer und es schreit gute Laune und gute Stimmung. Und ja, das war eigentlich noch so, nachdem das letzte Wochenende ja super schönes Wochenende war mit Sommer und Sonne, hat halt irgendwie sehr gut gepasst. Aber man muss sich halt die Sonne einfach so ein bisschen herbeilesen dann am Ende. Ja, wir sind hier in einem kleinen italienischen Bergdorf und wir haben einen Frauenclub, der eben besonders die alten Damen in der Runde sozusagen ein bisschen beschäftigt, die sich bespaßen, die Bingo-Abende haben und Ähnlichem. Und viele von den aktiven, aber dennoch alten Damen haben noch nie das Meer gesehen und sie träumen eben davon. Sie haben diesen alten Damenclub, der jetzt auch ein Jubiläum feiert, das 20-Jährige, und sie planen damit bisschen was Größeres, merken aber doch recht schnell, eigentlich ist in unserer Clubkasse gar nicht so richtig viel Geld drin, und sie versuchen das eben über andere Maßnahmen irgendwie zu erschaffen. Also sei es irgendwie Kuchen backen oder eben auch eine alten Damenkalender, fand ich übrigens eine mega gute Idee, denn Geld muss irgendwie in die Kasse, denn man möchte gesammelt sozusagen ans Meer fahren. Man möchte Strand und Sand unter den Füßen und eben einfach mal diese Auszeit auch genießen, und wer weiß, vielleicht ist das ja für die ein oder andere tatsächlich auch die letzte Reise. Doch das Dorf und auch vor allem der Pfarrer ist in diesem konservativen Dorf nicht ganz so begeistert und hat da natürlich auch die ein oder andere Hürde, aber die Damen wollen sich nicht beirren lassen. Ja, es ist eine sehr kurzweilige Geschichte mit so knapp 270 Seiten, durch die man gefühlt wirklich fliegt. Wir lernen das Dorf kennen, die alten Frauen kennen, so ein bisschen die Lebensgeschichte vereinzelter, so ein bisschen auch, wie sie zusammengefunden haben, was diesen Club ausmacht, wie der gegründet wurde, wie auch die Struktur sozusagen ist. Also wer hier ein bisschen mehr das Sagen hat, wer das Finanzielle prüft, wer so für die Ideen zuständig ist. Und
Man kommt da sehr gut rein, eben auch so ein bisschen diese Nebencharaktere, die eben so in dem Dorf auch eine Rolle spielen, fand ich super, super spannend. Ich fand es toll, dass uns auch so ein bisschen näher gebracht wird, dass es eben ums Älterwerden natürlich geht, aber auch, dass man trotzdem Träume haben darf, im Grunde auch Träume haben sollte. Und wie es eben auch passiert, dass man trotz, dass man in einem langweiligen Dorf schon 80 Jahre lebt, trotzdem eben einfach zum Beispiel Träume vom Meer haben. Und ich bin ja auch so ein absolutes Meerkind und ich konnte diese Sehnsucht so, so gut nachvollziehen. Also selbst wenn ich in der Regel einmal im Jahr mein Meer sehe und die Sehnsucht dann nicht ganz groß vielleicht ist oder ich natürlich auch eine Vorstellung habe, was das Meer in mir bewirkt und wie sich das anfühlt. Aber auch ich kann mich an meinen ersten Meerbesuch erinnern und was das wirklich für eine Kraft war, wie atemberaubend ich das fand und als die Füße das erste Mal davon Wellen umspielt wurden. Also ich konnte mich sehr gut darin einfinden. Es ist eben auch eine wahre Geschichte und ich finde, das merkt man auch an. Die Autorin hat es sehr authentisch rübergebracht, hat es sehr gut eingefangen, die Träume, dieses Miteinander, auch dieses Älterwerden und konnte eben auch das Gefühl, die Emotionen sehr, sehr gut rüberbringen. Das fand ich Katja Bernardi wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand es leider an mancher Stelle ein bisschen zu banal. Man hat sich oftmals auf so Kleinigkeiten fokussiert oder auch wirklich so Kleinigkeiten seitenweise ausgearbeitet, wo ich so dachte, naja, man weiß ja im Endeffekt irgendwo, wo die Geschichte hingeht, dann ist natürlich der Weg das Ziel, aber manchmal war der Weg schon ein bisschen lang, also obwohl das Buch eben nur 270 Seiten hat. Das fand ich halt ein bisschen schade, dass man so den Fokus oftmals so eher auf das Nebenherum gelegt hat und eben nicht unbedingt nur auf die älteren Damen. Es regte aber natürlich zum Nachdenken an, denn worauf wartet man eigentlich? Wieso waren die Damen vielleicht auch noch nicht am Meer? Was ist als Leben dazwischen gekommen und so weiter? Und das finde ich tatsächlich immer eine schöne Aussage, denn irgendwann ist jetzt, um es ganz frei nach Max Giesinger zu sagen, und es gibt eigentlich keinen Grund, aufs Wochenende zu warten, auf den Urlaub, aufs nächste Jahr oder was auch immer, sondern viele Dinge einfach jetzt anzugehen, weil wer weiß, was tatsächlich morgen ist. Also eine schöne Geschichte so für zwischendurch. Ich hätte es mir ein bisschen emotionaler vorgestellt, ein bisschen mehr in die Tiefe, was auch am Ende dann sozusagen, dass diese Reise vielleicht irgendwie mit den Frauen gemacht hat. Das hat mir, kam leider auch ein bisschen kurz, aber es ist eine schöne Geschichte, die ich in zwei Nachmittagen wunderbar weggelesen habe und die mich unterhalten hat. Also ein gutes Buch, aber jetzt nicht unbedingt eine größte Empfehlung. Ich finde, da gibt es durchaus bessere. Aber wer es irgendwie mal in die Hände bekommt und sich angesprochen fühlt, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Es gibt ein neues Hörspiel von Iva Leon Menger, nämlich Die Schwarze Stadt. Ich bin ja ein großer, großer Fan von Monster 1983, habe ich damals ja absolut geliebt. Ich fand auch die erste Staffel von Ghostbox sehr spannend. Ich weiß gar nicht, warum ich dann nicht mehr weitergehört habe und war jetzt umso erfreuter, als mir eine liebe Freundin mitteilte, dass sie hier jetzt etwas Neues entdeckt hat, dass die erste Staffel da ist und war da total gleich Feuer und Flamme. Und habe auch direkt mit dem Hören begonnen. Wir haben hier nicht nur einen Sprecher oder einen Hauptsprecher, denn in einem Hörspiel ist es ja sehr oft eben so, dass eben die verschiedenen Rollen darin von verschiedenen Sprechern gesprochen wird. Wir haben hier wirklich die Crème de la Crème der Sprecher von Nathan über Kluckert, über Zeiger, Helm, Jäger, Groschny, Fritsche, Schenk. Wahnsinnig, was hier wieder für ein Hollywood-Aufgebot der Sprecher und Sprecherinnen sozusagen zu finden ist. Zudem ist diesmal auch anders, dass wir auch verschiedene Autoren haben, die die Geschichte geschrieben hat. Denn wir haben hier in der ersten Staffel 10 Folgen. Die ergeben eben zusammen die erste Staffel. Und jede Folge wird, wie ich das verstanden habe, von jemand anderem geschrieben. Und da kommen wir dann im Grunde später auch zu einer Kritik, dass das gefühlt, glaube ich, keine ganz so gute Idee war. Iva Leon Menger steuert auch eine Geschichte bei und führt eben auch die Regie. Und das, finde ich, hat man natürlich am Thema und Ähnlichem schon sehr gut gemerkt, dass der Mann eben durchaus weiß, wie er Hörspiele anzugehen hat. Und da war ich natürlich einfach neugierig. Es ist der Auftakt einer neuen Reihe. Ich weiß nicht, ob es eine Dilogie oder eine Trilogie wird. Ich konnte da nicht so richtig Infos finden, ob es jetzt zwei oder drei Teile werden.
Man muss auch definitiv sagen, dass es kein abgeschlossener erster Band sozusagen ist, keine abgeschlossene erste Staffel, weil eben am Ende schon Dinge im Raum stehen, wo man sagt, da muss man unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also es ist definitiv auf eine Reihe konzipiert und ist kein Standalone oder hat irgendwie einen Abschluss in sich. Das muss man ganz klar sagen. Wir starten die Geschichte mit einem Interview und auch zu diesem Interview kehren wir immer wieder zurück. Und zwar haben wir hier eine dänische Journalistin, Mette, die eben einen Gesprächspartner hat, einen ja recht reichen Geschäftsmann, der gesprochen wird von der Stimme von Leonardo DiCaprio. Wer stellt sich da nicht Wolf of Wall Street vor? Also ich schon. Und in diesem Gespräch erfahren wir so ein bisschen was, welche Veränderungen bei neuen Menschen ausgelöst wurden, die eben aufgrund von mysteriösen Ereignissen, Funden, Gegebenheiten irgendwie erfolgt sind. Zu diesem Interview kehren wir immer zu Beginn einer Folge zurück, wo wir das, was wir eben in dieser Folge erfahren haben, in der vorhergehenden Folge, dann so ein bisschen verarbeiten und daraus eben auch Schlüsse gezogen werden. Wir steigen sehr spannend in der ersten Folge, wie ich fand, ein mit einer Expedition in den Regenwald. Und wo unser Protagonist eben der ersten Folge mit seinem Expeditionsteam ein altes Tagebuch findet und auch auf einen seltsamen schwarzen Riesenbaum stößt. Und man merkt recht schnell, dass hier ein dunkles Geheimnis am Werk ist, dass es Zeichen gibt für mysteriöse Ereignisse in der Vergangenheit. Wir beziehen uns dann eben auch auf zum Teil wahre Verschwörungen, könnte man es wahrscheinlich nennen, die man durchaus eben dann auch recherchieren kann und merkt, huch, davon ist ja wirklich, also davon gibt es Informationen, dazu gibt es Infos. Und man merkt eben, dass dieses dunkle Geheimnis zwar irgendwie verborgen ist, jetzt aber durchs Licht kommt. Und mit jeder Folge der 10 Folgen, die jetzt eben die Geschichte beinhaltet, kommen wir dieser Geschichte näher. Wir haben diese neuen Perspektiven, die uns eben diese Geschichte aus anderen Perspektiven erzählen. Das waren jetzt, glaube ich, sehr viele Perspektiven. Also aus einer anderen Sicht erzählen. Und zusammengefügt ergibt das dann eben irgendwie dieses große Ganze, was dann eben zum Ende hin auch irgendwie die Geschichte rund macht. Ja, und wenn ihr jetzt verwirrt seid, dann kann ich euch sagen, das bin ich auch. Ich fand den Einstieg richtig, richtig toll. Also die ersten 1-2 Folgen fand ich richtig spannend. Also die erste Folge war mega und ich denke auch die 2., 3. fand ich noch gut. Und da habe ich aber dann überhaupt erstmal gar nicht verstanden, warum geht die Geschichte nicht weiter. Also mir war nicht bewusst, dass diese Geschichte eben in Folgen unterteilt ist, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Diese Perspektiven werden von unterschiedlichen Autoren geschrieben und von anderen Sprechern auch immer wieder gesprochen. Also jede Perspektive hat seinen eigenen Sprecher oder eben auch 2, 3, je nachdem, ob es darin Dialoge gibt. Und ich muss echt sagen, ich war irgendwann verwirrt. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe es anfangs überhaupt nicht verstanden. Habe ich mich doch auf diese Regenwaldgeschichte so fokussiert und gefreut. Und dann ging es irgendwie ganz woanders weiter. Und da war ich wirklich verwirrt. Die Verwirrung hat auch, ich würde sagen, bis zum letzten Drittel auf jeden Fall dann angehalten. Und zwischendrin hatte ich immer mal so Momente, wo ich dachte, was höre ich hier? Wo bin ich? Wer bin ich? Und warum? Man wusste natürlich anhand der Stimme, dass sich der Charakter verändert hat. Aber man wusste irgendwann gar nicht mehr, wer bin ich? Und zu wem gehört jetzt diese Stimme, die ich höre? Also das, ja, fand ich tatsächlich sehr kompliziert und hat wirklich, also man muss da, fand ich, unglaublich konzentriert dranbleiben. Es ist eine Art Mystery Thriller, der eine wahnsinnig spannende Idee hat, man auch irgendwie so gegen Mitte eine Ahnung bekommt, wo es irgendwie hingeht. Und das ist ein Thema, was ich auch faszinierend finde und spannend finde und es sehr cool finde, dass Menger hier darauf sozusagen einfach mal eine Geschichte aufbaut, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Zum Ende hin werden eben diese losen Geschichten zusammengetragen und dann bekommt es auch schon irgendwie Sinn. Aber ich fand es zwischendrin wirklich anstrengend. Ich muss das wirklich sagen, es war schwer zu folgen, schwer zu verstehen. Zudem merkt man, dass die Geschichte oder die Geschichten, die Perspektiven keine gleichbleibende Qualität haben, dass eben unterschiedliche Autoren dran schreiben, was ich jetzt per se nicht schlimm finde. Ich bin ja immer jemand, der es mag, wenn unterschiedliche Perspektiven tatsächlich auch unterschiedlich denken, sprechen und so weiter. Aber ich hätte mir das von der Qualität ein bisschen gleichbleibender gewünscht. Also es waren wirklich spannungsgeladene Folgen dabei, aber auch so Folgen, wo man dachte,
okay, was hat die Geschichte mir jetzt sagen wollen? Die Sprecher, da muss ich glaube ich gar nicht sagen, die sind großartig, die machen einen tollen Job, die schaffen Atmosphäre. Ich mag es auch, wenn es sich so anhört, als würden Sprecher einen Dialog führen. Man weiß ja mittlerweile, dass es nicht der Fall ist. Aber das, finde ich, macht mir sehr viel Spaß, da so ein bisschen zuzuhören. Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die Folge immer musikalisch beendet wurde und musikalisch die nächste Folge angesprochen wurde. Das hat für mich immer so ein Zuckreaktion hervorgerufen, wo ich dachte, ich habe schon verstanden, dass die Folge zu Ende ist. Und dann wird eben nochmal gesagt, ja, wir beenden jetzt die Folge und dann geht's wieder los, wir starten mit der Folge. Und dann denke ich mir, ja, ich fand das ein bisschen unnötig und es hat einem so aus dem Zuhörfluss irgendwie rausgenommen. Vor allem, weil man ja nicht die Folgen nacheinander kauft oder runterlädt, sondern die ja mit einem anhört. Also, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Das fand ich so von der Produktion ein bisschen merkwürdig gemacht. Aber ja, ich fand es super spannend, dass es eben, wenn man danach recherchiert, eben was man da drin so erzählt bekommt, dass da eben tatsächlich so wahre Verschwörungstheorien irgendwie existieren, dass es gewisse Dinge tatsächlich gefunden wurde, dass man sich auf manche Dinge keinen Reim machen konnte. Das fand ich tatsächlich super spannend. Ich fand es einen guten Mystery Thriller, ich fand die Thematik toll, ich fand es auch innovativ, so mal darauf zurückzugehen. Man hat nicht so ganz den Gruselfaktor, wie er zum Beispiel in Monster ist oder auch in Ghostbox war, aber es ist schon ein sehr spannungsgeladenes Thema und man hat hier wirklich so ein bisschen auch die Schnelligkeit von einem Thriller. Wäre es nicht so verwirrend gewesen, wäre es nicht so qualitativ unterschiedlich gewesen, wäre es bestimmt ein Highlight geworden, so bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich es einfach nur gut fand. Ja, die Erwartungen an Eva Leon Menger sind sehr, sehr hoch, besonders nach Monster 1983, was man übrigens auch mal wieder rereaden könnte oder rehören sozusagen. Dementsprechend war da die Erwartung einfach sehr hoch und ich glaube, die konnte er gar nicht erfüllen. Aber ich bin so ein bisschen lost zurückgelassen worden. Mal sehen, ob wie der zweite Teil dann so bei der Leser- oder Hörschaft ankommt. Ich glaube, da werde ich tatsächlich so ein paar Rezensionen auch erst abwarten, ob es so ein bisschen ähnlich chaotisch einfach weitergeht. Weil das war irgendwie nicht meins. Also ja, das war mir manchmal ein bisschen zu verwirrend. Aber es war gut, es war spannend, es hatte wirklich sehr gute Elemente und besonders der Einstieg und auch dann, ja, so die letzten zwei Geschichten, die dann eben das auch zusammengeführt haben mit dem roten Faden des Interviews, fand ich dann tatsächlich gut. Aber es ist eben nur ein Gut und kein, ich bin total gehypt und es war ein Highlight. Also ja, die Erwartungshaltung, ja, war wohl ein bisschen hoch. Aber ja, muss es ja auch geben, man kann nicht immer nur Highlights lesen. Also es wäre schön, aber wüsste man die dann noch zu schätzen? Ha, man weiß es nicht. Und das letzte Buch der Woche ist dann Amy on the Summer Road von Morgan Matson. Das ist das fünfte Pick My Sub Buch, was die liebe Christine ausgewählt hat. Es ist jetzt noch eins offen und das habe ich diese Woche sozusagen schon am Lesen. Das heißt, das werdet ihr in der nächsten Bücherwoche sehen. Wir haben hier ein etwas älteres Jugendbuch, was ich letztes Jahr, ich glaube, bei 2-3 Booktubern irgendwie gesehen habe, was immer mal ein Text auffiel. Und ich dann einfach mal dachte, das klingt irgendwie so gut, das willst du einfach auch irgendwie lesen. Ja, ist ein etwas dickeres Buch, hat man damals, glaube ich, auch als es herauskam, sehr häufig auf BookTube gesehen. Und umso neugieriger war ich jetzt natürlich drauf und Christine auch sehr dankbar, dass sie es ausgewählt hat. Ja, wir lernen, wie der Titel schon verrät, Amy kennen, die ihren Vater bei einem Autounfall verloren hat. Und sie selbst und auch sowohl ihre Mutter und ihr Bruder geben sich so ein bisschen die Schuld an diesem Unfall. Sie fühlt sich verantwortlich und die Familie entfremdet sich aufgrund der Trauer und dieser jeder macht sich die eigene Schuld. Und es steht dann ein Umzug an von der einen Küste der USA an die andere und die Mutter reist schon mal vor mit dem groben Gepäck und Amy macht sich im Grunde zusammen mit Roger auf den Weg durch die USA und wollen eben in ihre neue Heimat sozusagen, an ihr neues Zuhause mit dem Auto fahren. Sie machen also diesen Roadtrip, wie der Titel es im Grunde auch schon verrät. Unterwegs treffen die beiden auf einige Menschen und auch auf deren Träume, Gedanken, Gefühle und das finde ich tatsächlich macht das Besondere an diesem Buch aus. Und in Rückblenden erfahren wir dann eben auch ein bisschen was zu der Zeit vor dem Tod des Vaters.
Und auch wie sich das so ein bisschen ergeben hat, auch lernen wir den Vater durch diese Rückblenden kennen, also dass er ein großer Elvis-Fan zum Beispiel war. Und wir haben hier eben auch in diesem Roadtrip, wenn Amy sich dann eben so ein bisschen öffnet, natürlich auch so die Probleme, die Gefühle, das wird sehr gut, wie ich fand, auch betrachtet. Und es wird sich auch gut damit auseinandergesetzt. Es ist wirklich ein Roadtrip, der natürlich an den ein oder anderen Roadtrip in Büchern oder auch in Filmen. Ich denke da zum Beispiel an Elizabethtown mit Orlando Bloom und nicht Claire Danes, sondern der anderen. Kirsten Dunst. Wie kann man die verwechseln? Aber ja, und daran hat es mich persönlich tatsächlich auch ein bisschen erinnert. Und Roadtrips haben es ja oft so, dass eben der Weg und dann auch das Ziel etwas mit dem Menschen machen. Und das fand ich hier wirklich auch sehr gut herausgearbeitet. Es ist für mich ein sehr schweres Thema in diesem Jahr, weil es eben das Thema beinhaltet, dass man einen Elternteil verliert. Bei Amy ist es der Vater, bei mir war es ja die Mama. Und das hatte schon so Parallelen, wo ich mich sehr gut in Amy einfinden konnte. Natürlich gibt es einen gewissen Altersunterschied, auch was so diese Schuld angeht, das hatte sich bei mir oder uns nicht so gestellt, aber ich konnte Amy in vielen Punkten sehr gut nachvollziehen. Es ist ein sehr leises Buch, was ich eben auch sehr wichtig finde, wenn es eben auch um Trauerbewältigung geht, dass man dann einen gewissen Tiefgang hat und dann eben nicht irgendwie quietschfidel unterwegs ist, sondern dass das wirklich ein sehr leises, nachdenkliches Buch ist, was ich wirklich für ein Jugendbuch auch sehr gelungen finde. Ich mochte es, dass uns Amy die Geschichte erzählt. Also wir haben hier eine Ich-Perspektive. Ich finde, die bringt uns sehr nah an Amy heran, an ihre Gedanken, Gefühle, an wie sie spricht, was ihr Leute erzählen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das auch wirklich gut gewählt, weil man da eben auch wirklich ganz nah herankommt. Was ich ein bisschen schade wiederum fand, ist, dass Roger, der ja Amy im Grunde auf dieser Reise begleitet, sehr blass geblieben ist. Er ist zwar einer der wichtigeren Nebencharaktere, aber so im Vergleich zu Amy hatte man gleich das Gefühl, dass man da ein Gesicht vor Augen hat, dass er irgendwie nah kam, obwohl sie so tolle Dialoge geführt haben, sich Gedanken zusammen gemacht haben, blieb für mich gerade dieser Nebencharakter, obwohl er eigentlich so wichtig ist, sehr blass. Das hat für mich die Autorin nicht ganz so gut gelöst. Dennoch war die Geschichte an vielen Stellen sehr locker, es war auch sehr leicht erzählt, es gibt lustige Momente, aber auch emotionale Passagen und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Also ja, das darf man natürlich nicht erwarten, das ist auch ein Jugendbuch, dass da vielleicht zu tiefgründig damit umgegangen wird oder ja, vielleicht hätte diese Abwechslung, vielleicht wäre das auch einfach für einen Jugendlichen ja, zu viel gewesen oder nicht so greifbar gewesen. Ich glaube, dass es ein gutes Tempo eben einfach hatte für ein Jugendbuch. Und ich möchte das wirklich positiv betonen, weil man natürlich andere Ansprüche oder ich habe andere Ansprüche an ein Jugendbuch als zum Beispiel an einen erwachseneren Roman. Die Reise hat mir super gut gefallen. Die war toll beschrieben, sowohl was die Landschaft angeht, als was man isst, was man unterwegs, wie man unterwegs trifft, wo man anhält. Das fand ich richtig, richtig toll. Also man bekommt da wirklich Lust, selbst ins Auto zu steigen, eine Reise zu machen, einen Roadtrip zu machen, einfach mal irgendwo hinzufahren, zwischendurch einfach mal anzuhalten, irgendwo zu übernachten und ja, man bekommt richtiges Fernweh und auch Reiselust und ja, das hat dieses Buch richtig toll gemacht. Es ist ein tolles Jugendbuch, was mich emotional auch sehr begeistern konnte. Natürlich bin ich nicht ganz frei zu sagen, weil mir eben in diesem Jahr etwas Ähnliches passiert ist, zu sagen, vielleicht steckt man dann tiefer irgendwie mit drin. Das kann ich natürlich jetzt schlecht beurteilen. Mir war auch gar nicht so klar, ja, wobei steht eigentlich hinten schon drauf, dass der Vater stirbt. Das, gut, war mir nach dem Pick My Sub gar nicht so bewusst. Ja, aber es ist nicht schlimm. Aber na, so ganz objektiv bin ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich nicht, weil mich dieses Thema eben selbst in diesem Jahr so betroffen hat und man sich eben sehr oft wiedererkannt hat. Auch wenn ich 20 Jahre älter bin oder grob als Amy, ist das halt, wenn die Eltern sterben, gar nicht so einfach und man ist da, glaube ich, immer Kind. Und ja, das war so ein bisschen wie, also auch wenn es keine wahre Geschichte ist, glaube ich eben, dass Trauer eben immer eine Geschichte hat
Und es war irgendwie gut, sich darin wiederzufinden. Und bevor jetzt hier alles in Emotionen ausbricht, es war ein tolles Jugendbuch mit dem einen oder anderen Abstrich, gerade was die dem Nebencharakter anging und auch so ein bisschen diese dieses Blasssein der Nebencharaktere. Aber sonst hat mir das wirklich richtig gut gefallen und ich bin froh, dass ich es von meinem Sub nun auch befreit habe. So. Jetzt atmen wir gemeinsam tief durch und sprechen ein bisschen über mein neues Tierpatenkind. Die liebe Anka ist ja unterwegs auf dem Moppelhoppelhof. Sie hat das ja auch schon mal in einem Vlog, glaube ich, auch gezeigt. Sie ist da ja sehr aktiv, was auch den Tierschutz sozusagen in Deutschland angeht und unterstützt diesen Moppelhoppelhof. Und ich hatte auf meiner To-Do-Liste jetzt für den September stehen, hier ein Tier eine Patenschaft zu geben. Und ich habe von Moppelhoppel die liebe Hinkelotta bekommen. Ich werde mein Foto einfach einblenden. Das ist ganz links zu sehen ist. Ich hoffe jetzt für euch auch links. Muss ich kurz überlegen. Wahrscheinlich ja, ne? Also die am Rand sozusagen steht. Moppelhoppel ist ja eine Art Gnadenhof, aber eben auch durchaus mit Vermittlung, gerade was die Hasen, Kaninchen und sowas angeht. Aber ich habe jetzt hier ein Schaf bekommen und ich finde Lotta so, so, so süß und bin sehr froh, jetzt Moppelhoppel auch zumindest finanziell unterstützen zu können. Für mich wäre das definitiv zu weit, um da aktiv vor Ort zu sein, aber ich freue mich auf ein weiteres neues Patenkind. Ich habe auch eine Katze in Spanien, der ich als Patin sozusagen zur Seite stehe, aber ich wollte hier einfach den Moppelhoppelhof auch einfach mal vorstellen, auch mal die Seite von Anke verlinken. Die hat auf Instagram auch jetzt tierisch geblubbert. Das packe ich euch auch einfach mal unten rein und wollte euch einfach mal meine Lotta vorstellen und bin sehr happy, dass ich jetzt ein Schaf in meiner Patenfamilie sozusagen habe und da irgendwie auch ein bisschen was Gutes tun kann. Dann ging es weiter mit Vampire Diaries. Da habe ich die zweite Staffel beendet und muss sagen, ich bin doch sehr überrascht, wie tiefgründig so manche Charakterentwicklung ist. Ich bin nach wie vor kein Fan von Elena, aber ich möchte mich gar nicht so an der festhalten, weil wir ja so viele Charaktere haben, so viele Nebengeschichten, egal ob das die Hexen, die Werwölfe oder was auch immer sind. Das finde ich super, super spannend. Oder jetzt, wenn dann auch irgendwie Vampirjäger unterwegs sind und dann der Rat. Und also super interessant, auch wirklich, wie die Charaktere sich entwickeln, wie die Geschichte sich entwickelt. Und man muss natürlich schon sagen, die Liebesgeschichte, die zwischen Damon und Elena ist, auch wenn sie ja doch eher Team Stefan, zumindest aktuell noch ist, und bitte nicht spoilern, muss ich echt sagen, ich finde es toll, wie er sich verändert und sich trotzdem treu bleibt. Und das finde ich tatsächlich eine große Stärke bisher von Vampire Diaries, dass man eben nicht ein Mädel hat, was eigentlich einen Bad Boy möchte. Und wenn sie ihn dann hat, will sie ihn unbedingt verändern, weil das geht ja so nicht. Jetzt muss ja der liebe Kuschelhase werden, so funktioniert theoretisch eine Beziehung nicht. Nicht nur theoretisch, auch praktisch nicht. Man kann Menschen nicht ändern. Und eine Beziehung besteht ja aus Kompromissen. Und ich finde schön, wie er sich im Grunde verändert, aber eben nicht, also eben nicht sich selbst so aufgibt, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und das finde ich tatsächlich, für dass das ja eine Jugendserie ist, finde ich das tatsächlich sehr unterstützenswert, sehr tiefgründig und sehr erwachsen. Und da finde ich, bei Damon merkt man eben, dass da doch irgendwie 150 Jahre Lebenserfahrung dahinter sind, dass sie eben schon etwas in ihm bewegt und zum Nachdenken bringt und das irgendwie eine Veränderung macht, was man ja oft in Jugendbüchern nicht hat. Also die treffen sich ja, es ist eher die große Liebe, bumm, und dann wird er perfekt und sie perfekt und dann leben sie bis ans Ende ihrer Tage. Das ist ja oft sehr anstrengend. Aber das muss ich echt sagen, muss ich einfach positiv betonen, weil ich das echt überraschend finde und richtig schön zum Verfolgen finde. Also mir macht da, also ich bin ja sowieso Team Damon, mir macht das echt große Freude und wirklich auch so dahinter zu sehen, dass es eben mal nicht immer nur mit diesem klassischen Klischee irgendwie sein muss und dieses ich ändere mich, damit ich perfekt bin für den Partner, die Partnerin, das ist totaler Quatsch. Und auch eben wir eine Elena haben, die zwar schon immer versucht, auch so ein bisschen alle um sich herum irgendwie zu verändern, aber
ja, die das aber dann doch gar nicht so schlecht findet, sich selbst vielleicht auch mal zu überdenken. Und ich meine, auf der einen Seite wollte sie ja unbedingt einen aufregenden Typen kennenlernen. Jetzt hat sie da so einen Vampir und dann wird nur gemeckert und gejammert. Das ist halt was, was ich auch immer nicht verstehe. Also wenn ich mir einen Vampir wünsche, dann ist das halt kein Schoßhund in der Regel. Ne? Also versteht ihr, wie ich das meine? Ja, könnt ihr mir gerne eure Gedanken auch in den Kommentaren da lassen. Ja, ansonsten gab es im Übrigen entdeckt mal wieder den TV-Kanal Phoenix. Faszinierend, es gibt tatsächlich Fernsehen und da kamen wunderbare Dokumentationen über Ägypten, über archäologische Ausgrabungen, über die Pyramiden und Ägypten ist ja mein Herzensland. Und wenn man dann so sagt, oh, da bin ich auch schon entlang gelaufen und da stand ich auch schon davor und guck mal, da ist eine neue Ausgrabung. Also richtig spannend, hat mir mal richtig Spaß gemacht, den Fernseher anzuschalten, was ich ja wirklich sehr, sehr selten mache. Aber gerade Phoenix oder auch ZDF Info hatte ich jetzt immer mal irgendwas Spannendes gesehen oder auch aufgenommen unter Tage, weil die spannenden Dinge kommen ja oft so irgendwie um 14.30 Uhr, wo ich mir denke, ja, wer hat denn da eigentlich Zeit, irgendwie Fernsehen zu gucken? Aber natürlich könnte ich im Homeoffice, wo ich ja doch die größte Zeit nach wie vor bin, einfach Pause machen und sagen, ich gucke das jetzt, aber ich weiß irgendwie auch nicht, das macht man auch nicht. Aber das kann ich durchaus mal empfehlen, guckt euch diesen Kanal mal an, wenn ihr Fernsehen irgendwie noch zu Hause habt. Da bin ich echt überrascht gewesen, was ich da in letzter Zeit, insbesondere weil mich eben auch Ägypten so interessiert, auch ein bisschen entdeckt habe. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Notizzettel abgearbeitet. Und ich bin sehr gespannt, was ihr so in der Woche gelesen habt, gehört habt. Ich bin auch sehr über eure Meinung zu Vampire Diaries gespannt. Vielleicht auch, ob ihr irgendwo ein Patentier unterstützt, ob ihr da aktiv seid. Lasst mich das auch gerne mal wissen. Und guckt gerne in die Infobox, da sind alle Infos, wie der Name Infobox schon sagt. Ja, ich würde sagen, wir beenden dieses Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.